Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist morgen um 7 Uhr und ich gehe jetzt zu der Tauchschule. Ich habe es leider nicht geschafft, alles durchzulesen. Es sind jetzt, glaube ich, so 16 Seiten oder so, die ich noch lesen muss. Ich hoffe, die verzeihen mir, aber ich habe gestern etwa 7 Stunden gelesen oder so. Es ist oder noch mehr. Die ersten 2 Tage sind jetzt Theorie. Und jetzt gehe ich zu der Tauchschule runter. Zuerst noch etwas zum Morgen essen. Und dann geht's los. Hallo zusammen, ich bin jetzt hier fertig mit meinem ersten Teil des Tauchkurses. Es ist jetzt mittlerweile schon 3 Uhr am Nachmittag. Heute Morgen, oder eigentlich den ganzen Tag, jetzt Vollgas-Theorie reingeprügelt. Ich muss jetzt noch ein bisschen lesen. Noch 2 Kapitel vor mir, auch wieder etwa 100 Seiten, die ich heute muss lesen muss. Also langweilig wird es mir heute sicherlich nicht. So, ich bin jetzt hier wieder am Beach und tue wieder ein bisschen lesen für morgen. Ich habe gerade noch einen Kollegen vom Hostel getroffen, den Luca. Hey, hey. Er kommt von Italien, von Mailand. Und es ist mega witzig. Er ist jetzt 2 Jahre unterwegs. Und immer wenn er irgendetwas erzählt, was er will machen oder was er gemacht hat, sage ich, hey, ich will genau das Gleiche machen. Wir haben alles gemeinsam. Er ist auch schon mit einem Frachtschiff gereist. Er wird in die Antarktis wie ich, er ist gleich alt wie ich, er hat gleich lang gearbeitet in Europa, bis er den Job gekündigt hat. Er ist mit der Transsibirischen Eisenbahn auf in die Mongolei, ist einfach alles tupf, genau gleich. Immer wenn ich etwas sage, hat er das schon gemacht oder will auch das Gleiche machen. Aber jetzt muss ich mich wieder ein bisschen aufs Lesen konzentrieren, weil morgen geht's in den Pool. So, Partycrew ist wieder unterwegs. Schlafspanz! Das habe ich nicht beigebracht, das hat sie schon gewusst vorher. He? Darren, you know some Swiss German words as well? Speak me Deutsch? Oh, oh. Who's got the milk woman? All I can say is you can't get it up. Ich wusste, dass die Deutsch können. Ich könnte jetzt noch ein Bierchen trinken, aber nicht allzu viel, weil ich muss morgen nüchtern sein, hat mein Instructor gesagt. Wenn ich Hangover bin, schickt er mich auf direkten Weg wieder heim und das möchte ich eigentlich nicht riskieren. So, jetzt sind wir hier in der besten Rockbar mit den besten Klavierhäusern von der Welt. Wie ist dein Name? Grecia! 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 Let's go! Performance. I spun. What? This is our newbie here. Is it video? Is it video? Jonathan, I'm from Hostel. We say uno, dos, tres! Buenos Dias! Heute
geht's los. Und zwar mein erster Tauchgang im Pool. Ich freue mich schon extrem. Ich bin mega gespannt. Und ja, ich laufe jetzt wieder runter zu der Tauchschule, wie immer. So, jetzt bin ich also kurz da von meinem ersten Dive. Und das da hinten ist mein Lehrer, der Dael. Und wir sind jetzt hier in der Nautilus Dive Center, hier in San Lucas de Cabo. Und ja, jetzt geht es schon das erste Mal für mich im Pool. Ich bin richtig gespannt, wie es wird. Und ich freue mich schon extrem. Ja Leute, jetzt ist mein erster Tauchgang also vorbei. Es hat richtig Spass gemacht. Ich freue mich jetzt auf morgen, weil morgen geht es das erste Mal ins Meer. Aber bevor ich ins Meer kann, muss ich jetzt noch ein bisschen Theorie lernen und einen Test absolvieren. Ich hoffe, ich bestehe. Dann tue ich jetzt da noch ein bisschen foltern mit Theorie. Ja noch. Wieder mal für die Schulbank drücken. Auch nicht schlecht. Hab bestanden! Woo! Morgen zusammen. Wie ihr also gesehen habt, habe ich bestanden gestern. Heute geht es ins Meer. Ich bin schon richtig, richtig aufgeregt. Ich freue mich extrem. Das ist übrigens noch mein Bett. Es ist so bequem, wie es aussieht. Weil ich liege nämlich auf dem Boden. Das ist ja eigentlich der Grundgedanke von Couchsurfing, dass man irgendwo gratis liegen kann, grundsätzlich. Und ja, darum kann ich mich jetzt über das nicht beschweren. Und ich bin sowieso nicht viel da, von dem her passt das. Und ja, ich gehe jetzt runter, es ist Mittag. So, wir sind jetzt also auf dem Weg zum Boot für meinen ersten Tauchgang. Peppe ist auch wieder dabei. Und natürlich der Dael. Und ja, ich werde immer angespannter und ich freue mich. Die See sollte recht rau sein, hat er jetzt gesagt. Also auf der Oberfläche ist es recht wellig. Und der Kollege da hinten, der hat vorne etwa 4-5 Mal gekotzt auf dem Boot, weil er sehr krank geworden ist. Ich hoffe, das passiert mir nicht. So, wir sind jetzt alles auf dem Boot. Und es geht glaube ich nicht lang, 10 Minuten oder so. Dann sind wir schon in unserem Spot. Nein, noch legen Papa! Die sind jetzt schon am Futter. Divers Lunch. So, ich bin entjungfert. Mein erster Dive. Und das war einfach unglaublich cool. Ich habe einen riesen Schwarm voller Fisch gesehen. Ich habe schon 3 kleine Haie gesehen. Einfach eine ganz, ganz geile Hurenwelt unter Wasser. Es hat jetzt richtig Spass gemacht. Jetzt gibt es natürlich noch ein bisschen Pizza und jetzt fahren wir an einen anderen Ort hin. Und danach gibt es einen zweiten Tauchgang. Ich freue mich schon jetzt mega drauf. Ja Leute, das dahin ist also der berühmte Arc von San Lucas. Normalerweise muss man da jetzt ein Boot mieten oder so, um den hier zu sehen. Jetzt kann ich habe das aber natürlich gerade inklusive in meinem Tauchgang. Das sieht recht cool aus. Und ihr seht hier, das Wetter ist, oder die Wellen sind relativ stark. Darum ist jetzt hier aussen, glaube ich, verboten zum Fahren. Gesundheit! Ich gehe jetzt noch eins schnappen. Man sieht sich morgen wieder. Die Kamera lasse ich da. Und ja, bis morgen. Ja, hallo zusammen. Es ist bereits wieder ein Tag später. Jetzt gehe ich auf den Hocker, den ich letztes Mal schon mal haben wollte, mit dem Tyler und mit Mary. Ja, kann man jetzt da gerade wieder einen Fruchtsaft gönnen, wie eigentlich die ganze Woche. Und das ist, habe ich jetzt hier bei meinem Lieblingsladen gekauft, beim El Papayon. Ganz gute Sache, wird alles frisch zubereitet. Und das ist perfekt, da kann ich hier nämlich etwas kaufen. Und in die Stadt runterlaufen. Bis ich drunter bin, habe ich den schön drauf. So Leute, ich bin jetzt vom Eingang von dem Hocker hier oben. Vamanos! So, ich habe es geschafft. Woo! Schaut euch die Aussicht an. Das ist Cabo San Lucas. Und hier hinten ist der Pazifik. Cabo San Lucas ist so ein. Die scheiß Flüge hier. So ein Zwischendings. Auf der rechten Seite ist der Pazifik und da ist die Curtis Sea. Also eigentlich der Golf von Kalifornien. Und da vereinen sich so die beiden Meere zusammen.
ja, ist jetzt noch streng gewesen. Aber der Ausblick lohnt sich, wenn nur die scheiß Flüge da nicht wären. Ich habe es natürlich wieder mal hergebracht, das Video vergessen zu beenden. Mache ich jetzt aber an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen gegen oben nicht vergessen und abonnieren und das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann. Ciao, ciao.